Ich habe einige Möbel, Ivar-Regal und Kommoden. Ein Nachttischli, was habe ich noch? Ein Schrank und ein Bett. Ein Billigregal. Jetzt nicht mehr so viel, aber wo die Kinder klein waren, haben wir alles immer eigentlich gepostet. In den mittlerweile 9 IKEA-Möbelhäusern in der Schweiz steht nach dem Tod von Gründer Ingvar Kamprad heute die Fahne auf Halbmast. IKEA hat die Schweizer Wohnlandschaft verändert. Mit Wohnen beschäftigt sich auch der Direktor des Zürcher Museums für Gestaltung. Ideales Wohnen heißt die Ausstellung mit Schweizer Design, die gerade aufgebaut wird. Inwiefern hat die IKEA beeinflusst, wie Schweizerinnen und Schweizer heute wohnen? Über lange Jahrhunderte hat man sich natürlich die Möbel weiter vererbt. Man hat Kommoden übernommen von den Grosseltern und mit IKEA ist das plötzlich obsolet geworden. Plötzlich ist ein Möbel ein Modeprodukt, das man dann eben 2, 3, vielleicht 5 Jahre lang hat. Und dann fährt man wieder in die IKEA und holt sich den neuesten Entwurf. Also insofern ist plötzlich Bewegung ins Wohn- und ins Schlafzimmer und das ist sicher die grosse Innovation von IKEA. So sah Schweizer Möbeldesign anno 1943 aus, als Kamprad in Schweden IKEA gründete. In den 1970ern trieben es Schweizer Designer bunt. 1973 war das Jahr, in dem IKEA in die Schweiz kam. Und zwar nach Spreitenbach, der aufstrebenden Aargauer Gemeinde an der Grenze zu Zürich, kamen die schwedischen Billigmöbel. Hier wuchsen Hochhäuser und Shoppingcenter in die Höhe. Es sei kein Zufall, dass IKEA gerade diesen Standort als Testgelände ausgesucht habe. 1973, damals in Spreitenbach, ist ein komplett neuer Lebensentwurf propagiert worden. Wir bauen das Paradies, heisst es da in den Werbeschriften dazu. Und es ist, glaube ich, wie ein Aufbruch gewesen von der Gesellschaft, die eben Abschied nimmt auch von den alten Kommoden, die man seit Generationen vererbt hat, in ein neues, in ein quasi urbanes Leben, sehr stark motorisiert natürlich auch. Also Spreitenbach steht für einen neuen Lebensentwurf und darum ist die IKEA, glaube ich, auch auf Spreitenbach gekommen. IKEA und die Schweiz. Bei der Eröffnung neuer Filialen, wie hier in Pratteln im Jahr 2000, war der Run enorm. Die Liebe war gegenseitig. Sparfuchs Ingvar Kamprad lebte 37 Jahre in der Schweiz, in der Gemeinde Eppalange. Jeder weiß, dass ich in die Schweiz gezogen bin, um Steuern zu sparen. 2013 zog Kamprad wieder nach Schweden. Die IKEA-Idee werde in seinem Sinne weitergehen, versicherte Kamprad in seinem letzten Interview mit dem schwedischen Fernsehen TV4. Ich habe das Glück, 3 Söhne in ihren 50ern zu haben, die alle sehr interessiert sind an IKEA. IKEA. 150.000 Angestellte weltweit trauern um Ingvar Kamprad. Ihr Boss hat die Wohnlandschaft für immer verändert. IKEA ist ja Segen und Fluch zugleich. Segen, weil plötzlich Möbel erschwinglich sind, wirklich für alle. Es ist sehr demokratisch irgendwo im Ansatz. Und der Fluch natürlich auch, dass inzwischen Wohnzimmer, Kinderzimmer von Dubai bis Dübendorf alle genau gleich aussehen. Ein Museum würdigt seit 2016 Ingvar Kamprads Idee, dass gutes Design nicht teuer sein muss. IKEA hat damit, nach der Schweiz, auch die Welt erobert.